Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoausgabe von Interviews mit erfolgreichen Menschen. Wir sitzen hier in einem wunderschönen sonnigen Plätzchen, wie man das sieht, so urigen Tirol gegenüber von uns, der verschneite Skiberg. Und ich habe heute einen ganz besonderen und ganz speziellen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Wir haben sie schon angekündigt in unserem letzten Video mit der Romy Haustein damals. Auf jeden Fall ist sie jetzt heute hier. Ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen, Christiana Scheibel. Hallo, Christiana. Hallo, Dani. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dich heute hier zu haben, dass wir hier die nächsten Minuten hier so miteinander ganz locker plaudern. Ihr seht, ich habe die Sonnenbrille an, Christiana nicht. Ich habe sie an, weil mich blendet die Sonne. Also zwischendurch nehme ich sie dann vielleicht auch mal ab oder Christiana setzt sie auf. Ist alles kein Drama hier. Ich würde jetzt aber sehr gern einiges von dir wissen. Ich möchte, dass du dich ein bisschen vorstellst hier bei unseren Zuschauern und einfach mal so ein bisschen was über dich erzählst. So, wo kommst du her? Wie schaut deine Familiensituation aus? Was machst du? Wie lange machst du es schon? Erzähl einfach mal ein bisschen was über dich. Ja, also ich bin Christiana Scheibel. Ich bin verheiratet mit meinem lieben Mann, dem Reinhard. Wir haben gemeinsam 3 Kinder im Alter von 12, 7 und 5 Jahren. Die haben jetzt alle im März, April Geburtstag. Und ja, ich lebe in Oberösterreich, im schönen Oberösterreich, im Seengebiet. Dort bin ich auch aufgewachsen, war dann einige Jahre unterwegs auf Reisen und so weiter. Also ich reise sehr gerne und lebe jetzt mit meiner Familie in Oberösterreich in einem schönen Haus im Grünen und wir genießen es sehr, dort zu leben. Und ja, was möchtest du sonst noch wissen von mir, Dani? Ich möchte ganz viel wissen. Ich denke, ihr da draußen auch, oder? Also, okay, die Privatsituation kennen wir jetzt aber beruflich. Was machst du? In welcher Firma bist du tätig? Wie schaut es da aus? Ja, ich bin seit 6 Jahren selbstständige Partnerin für ein österreichisches Unternehmen mit dem Namen Ringana. Das Unternehmen stellt frische Pflegeprodukte und Vitalstoffe her, seit 20 Jahren aus der Steiermark, seit gut 5 Jahren in der Europa-Expansion. Also es gibt viel zu tun und es macht mir total Freude, weil es genau meinen Werten, meiner Lebensphilosophie entspricht. Und ja, es macht mir Spaß. Seit 4 Jahren hauptberuflich. Und das war eine große Bereicherung auch für mich und meine Familie. Mein Mann ist jetzt Teilzeit arbeiten. Also wir haben einfach beide gleich viel Zeit für meine Kinder. Er übernimmt da auch natürlich einen großen Part in der Kinderbetreuung und Erziehung, was uns als Familie natürlich sehr bereichert. Okay, du bist jetzt seit einigen Jahren bei Ringana. Ich weiß ja, dass du dort zu den Top-Führungskräften gehörst. Ich würde mal so sagen, Top 20 von der gesamten Firma. Du kannst mich ja gern korrigieren, wenn es nicht stimmt. Also du bist dort eine Top-Führungskraft. Ich habe dich kennengelernt vor mittlerweile etwas über einem Jahr. Ich glaube so 1 Jahr, 3, 4 Monaten, irgendwie sowas. Wie kamst du damals auf mich? Ja, eigentlich über meine Downline. Die hat die Romy Haustein, war ja schon im Interview bei dir, die hat dich im Internet gefunden und wir haben dann gesagt, das schauen wir uns an. Wir kommen zu einem Werteseminar. Und ja, ich war dann von deiner Art, die Seminare zu halten, von deiner Tiefe sehr beeindruckt. Und ich habe damals eine etwas schwierige Situation gehabt und war auch irgendwo so auf der Suche nach einem Menschen, der mir ein bisschen unterstützt, geschäftlich, aber auch privat. Und ja, das habe ich dann bei dir gefunden und war dann sehr froh, dass du mich 1 Jahr lang jetzt schon begleitest und habe sehr, sehr viel lernen dürfen von dir. Wir haben tatsächlich ein sehr intensives Jahr miteinander. Es war auch ein sehr schönes Jahr, muss man sagen. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, was da so geschieht. Jetzt, bevor wir da so ein bisschen drauf eingehen, was sich auch so geschäftlich und so alles getan hat, ist es immer wieder faszinierend für mich, wenn ich höre, okay, Familie, Hund, Katze, Maus, wahrscheinlich alles vorhanden. Und dann noch Mann und 3 Kinder habt ihr auch. Und jetzt kann man auch nicht sagen, dass diese 3 Kinder in dem mega erwachsenen Alter sind, wo sie schon alle aus dem Haus sind, sondern es sind ja noch alle pflegebedürftig, erziehungsbedürftig. Beides. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, ja. Also sie brauchen euch noch, ja.
Und trotzdem machst du jetzt, bist du ja bei Ringana als Top-Führungskraft ja auch hauptberuflich tätig und ich weiß auch sehr erfolgreich. Und wie bekommst du das hin? Weil für ganz viele da draußen ist es ja eine Ausrede, die ich unwahrscheinlich häufig höre: Ja, aber ich bin ja verheiratet. Ja, und was soll das jetzt heißen? Naja, ich bin aber verheiratet und ich habe Familien. Ja, und was soll das jetzt heißen? Ja, ich habe ja keine Zeit. So, die allerliebste Ausrede der Menschen ist ja: Ich habe ja keine Zeit, weil ich habe ja Kinder. Jetzt hast du ja gleich drei. Wie kriegst du es hin? Ja, diese Ausrede höre ich relativ selten. Das traut sich bei mir irgendwie nie jemand sagen. Wie kriege ich es hin? Ich glaube, an allererster Stelle steht einmal eine Entscheidung. Das ist das Wichtigste, Entscheidung dafür, erfolgreich ein Geschäft aufzubauen. Das ist einmal das Wichtigste. Dann natürlich immer in Kombination mit dem Partner auch. Also ich habe ihm von meinen Plänen erzählt und habe so seine Unterstützung erbeten, eingefordert, klingt jetzt zu so schlimm, gell? Und ja, einfach konsequentes Zeitmanagement auch. Also es ist schon so, dass ich gerade am Anfang, wie ich begonnen habe, wirklich, da war mein Mann noch Vollzeit arbeiten, natürlich, die Kinder waren kleiner. Ich habe auch meine Schwiegermutter damals noch gepflegt, die war auch bei uns im Haus, Pflegefall. Und es war dann einfach, ich habe nicht viel Zeit gehabt, aber einfach in der wenigen Zeit, die mir zur Verfügung stand, effektiv gearbeitet. Also ich bin ins Büro und habe halt wirklich telefoniert und nicht mehr überlegt, was ist heute zu tun oder welche Sachen kann ich sortieren, sondern in wenig Zeit effektiv arbeiten. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und ja, auch manchmal auf Dinge verzichten natürlich. Mir war es dann einfach schon sehr wichtig, in meinem Unternehmen vorwärts zu kommen, erfolgreich zu sein und habe dann eben auf gewisse Dinge verzichtet. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis dahinter. Du hast es gerade sehr schön gesagt, vom Partner eingefordert. Darf man das dann sagen? Und persönlich bin ich schon der Meinung, dass man von dem eigenen Partner auch mal etwas einfordern darf und einfordern kann, wenn man denn entschieden hat, gemeinsam einen Weg zu gehen. Weil es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, sich gegenseitig im Weg zu stehen, damit sich der eine oder andere nicht entwickeln kann. Also, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Und dann hast du es ja noch ergänzt, also an der Effektivität und dem Ganzen haben wir sicherlich auch noch mal viel getuned und geschliffen im letzten Jahr. Aber du hast es ja wirklich fabelhaft erwähnt, ja, nicht nur drei Kinder, Partner, Hund, Katze, Maus, ja, nein, sondern tatsächlich auch noch eine pflegebedürftige Schwiegermutter, die auch noch eine ganze Weile im letzten Jahr zusätzlich ja auch noch da war. Jetzt erzähl doch mal, wir haben es ja dann kennengelernt im Werteseminar. So, wie ist das so für dich? Wie hat sich das so für dich das Ganze angefühlt? Wie ist so dieses letzte Jahr, wenn du so Revue jetzt zurückschaust, wie war das so für dich? Ja, ich habe gerade im Werteseminar Seiten an mir entdecken dürfen, die einfach viel tiefer gehen. Also wo einfach, wo es um sehr viel Tiefe geht, wo mir viele Dinge bewusst wurden, auch was mein Familienleben anbelangt, wie wichtig mir Familie, meine Kinder sind und dass das immer so die Basis ist für mich, auch für mein Geschäft, dann um hinauszugehen und einfach auch Menschen von den Werten meiner Firma zu begeistern, brauche ich erst selber diese Tiefe und Stabilität in meinem Leben, um das auch gut transportieren zu können. Und da habe ich für mich im letzten Jahr sehr, sehr viel lernen dürfen, erleben dürfen und auch spüren dürfen. Und ja, mit dieser Dankbarkeit, mit diesem Wissen jetzt hinauszugehen, ist für mich ein Gefühl von Leichtigkeit. Es fällt mir vieles viel leichter. Ja, genau. Du hast ja gesagt, du hast im Werteseminar einiges für dich entdeckt, was dir vorher nicht bewusst war. Du dachtest aber, es sei dir bewusst. Und wir müssen ja nicht auf Details eingehen, das bleibt spannend, ihr Lieben, ja. Aber du hast mir mal gesagt, dass sich danach deine Dankbarkeit, wo du dachtest, dass du sie hättest, eine ganz neue Qualität bekommen hat. Stimmt das? Ja, genau. Das ist auch das, was ich meine mit dieser Tiefe, mit dieser Dankbarkeit. Für diese Dankbarkeit für Dinge, die man bereits hat, die auch wirklich zu sehen, anzunehmen und zu spüren und so jeden Tag zu beginnen, das ist ja ganz, ganz wertvoll. Und das habe ich wirklich in diesem Seminar ist mir das so richtig bewusst geworden, wie oberflächlich wir oft sind oder ich oft war.
Und ich glaube, ich bin da sicher nicht die Einzige, der es so geht. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Nein, bist du sicher nicht. Ich sage es auch immer, die Romy hat es auch letztens erwähnt, aber ich sage das wirklich sehr häufig, wir kratzen meistens an der Oberfläche herum und meinen, etwas vom Leben verstanden zu haben. Und nichts ist aber schöner und erfüllender, das zu erkennen auch. Ja. Weil solange dir etwas nicht bewusst ist, kannst du ja Schlechtes ändern. Aber in dem Moment, wenn es dir bewusst wird, hast du eine Wahl. Und du hast dich danach, nach dem Werteseminar, entschieden für das Jahrescoaching. Ja. Und danach ist ja, dann haben wir ja regelmäßig Kontakt gehabt. Aber ganz viel in diesem Jahr ging natürlich auch um dich. Dich persönlich, ja. Dein privates Leben. Ja. Also primär dachte ich, ich brauche das Business Coaching. Das war so meine erste Intention. Ich möchte im Geschäft weiterkommen. Das ist auch so meine Art, glaube ich, immer so nach vorne und das Wachstum. Und habe aber dann während des Jahres eben bemerkt, dass da einfach viel, viel mehr ist und viel Dinge in mir schlummern, die mir einfach ganz, ganz wichtig sind und die ich jetzt viel bewusster lebe, viel bewusster wahrnehme und durch dieses Wahrnehmen einfach die Leichtigkeit in meinem Leben, auch im Umgang mit meiner Familie, aber auch natürlich dann langfristig auch im Geschäft sich niederschlagen, genau. Ja. Das ist ja, das stimmt ja, was du sagst, man kommt ja oft meistens wegen einem Grund, so, ich will nur ein Geschäft und ich will nur, dass mein Geldbeutel wächst, völlig egal, was mit meinem Charakter passiert, ist ja bei den meisten so, oder? Und ich bin dann schon so ein Freund, also mir geht es immer ums Ganze, dein Geldbeutel kann ja wachsen, haben wir ja nichts dagegen, oder? Aber dass wir auch gucken, was ist denn noch da, was dir wichtig ist und dass dir gar nicht klar ist, dass es dir wichtig ist. Und ich glaube, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen, so im letzten Jahr gemeinsam das mehr und mehr herauszuarbeiten, zu erkennen, was dir sonst nämlich auch noch sehr wichtig ist. Ja, total. Und es sind auch spannenderweise im letzten Jahr viele Dinge passiert in meiner Familie, in meinem Umfeld. Es war ein Todesfall dann in der Familie und da einfach zu spüren, was jetzt wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe auch ganz andere Seiten an mir kennengelernt. Und ja, es waren sicher Tage dabei, die nicht so einfach waren. Es waren mal genauer hinzuschauen und mal schauen, wer bin ich überhaupt, was ist mir wichtig. Das ist natürlich nicht immer einfach und es tut auch manchmal weh, einmal hinzuschauen, was schlummert da in einem. Aber umso schöner war es für mich dann auch eben gerade in dieser Zeit von dir begleitet zu werden und einfach gerade auch dieser Todesfall und da waren viele Dinge, die mich bewegt haben, die mich vielleicht sonst stark blockiert hätten und ich nie wirklich aufgearbeitet hätte. Und das war, ja, dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass du dann da eben da warst und mich da dabei unterstützt hattest. Es war ja nicht nur privat, das kann man ruhig sagen. Du hattest auch im Jahr davor eine sehr unglückliche Situation, gibt es ja manchmal im Network, mit der ehemaligen Ablein, ja, kann man das so sagen, die ja nicht nur dafür gesorgt hat, dir Frieden und Ruhe zu hinterlassen im Team, ja, sondern eigentlich ja sehr viel Unruhe auch. Und auch das war keine sehr leichte Situation, das eben aufzufangen. Und das eine ist ja mal zu wachsen, das eine ist aber, wenn du mal so einen Verlust eben geschäftlich hast, wie die eigene Ablein meint, fremdgehen zu müssen, sage ich mal so, oder? Sie geht, sie verschwindet einfach mal und sorgt für sehr viel Unruhe in einem Team, aber dann diesen Umsatz trotzdem zu halten, mal abgesehen davon, dass wir nicht nur gehalten haben, aber das allein war ja auch nochmal eine Riesenherausforderung für dich. Ja, das war natürlich eine Herausforderung, also gerade so die erste Zeit war für mich nur so schon auch Verlustangst natürlich, das Team war verunsichert, es war viel Unsicherheit dabei und da wirklich daran zu arbeiten, das Team zusammenzuhalten, viel zu klären, das Vertrauen, dieses Trust the Company, dieses Vertrauen in die Firma auch wieder aufzubauen und zu erhalten, das war schon ein großer Brocken für mich.
und da dann eben auch selber wieder in das Vertrauen gehen, weil natürlich erst beginnt man mal selber bei sich zu arbeiten und dann erst kann man das Team auffangen und mit dem Team arbeiten. Und das ja, war für mich auch ganz, ganz wichtig, da im letzten Jahr Unterstützung zu haben. Auch für mich und mein Team, genau. Mhm. Ja, und ja auch dir zu vertrauen, dass das Team ja dir vertraut ist, nur weil die eine Upline vielleicht spazieren geht, noch lange nicht heißt, dass du das jetzt auch tust und einfach wirklich ein klares Signal setzt, ich bin hier für euch und ich gehe nirgendwo hin. Ja. Und wenn ihr mich braucht, bin ich da und stehe da wie eine Eins. Ja, genau. Also das war sicher das erste Jahr ganz, ganz wichtig, dass da einfach so dieses klare Signal von mir kommt, aber dafür muss ich halt zuerst das Standing haben und ich erst wirklich bei mir sein und dann erst kann man das ans Team weitergeben, aber ich denke, das ist mir, das ist uns ganz gut gelungen. Du bist eine tolle Frau und ich weiß, Christiana kommt vielleicht jetzt gerade nicht so rüber, aber sie ist unglaublich tough im Geschäft und unglaublich geradlinig und ich liebe das ja, weil ich da ähnlich gestrickt bin. Und ich liebe dieses Geradlinig und immer so und wie sagt der Romy so schön, wir könnten mal und so weiter. Bei mir könnten wir nichts, wir machen das einfach dann. Und das hast du ja auch und das finde ich wirklich toll auch. Wir hatten jetzt letztens ja auch einen Teamworkshop bei dir. Aber dennoch ist ja bei dir im letzten Jahr, unabhängig dieser ganzen privaten Situation, auch geschäftlich viel bei dir passiert. Ich glaube, in deinem Gesamtumsatz hast du gesagt, dass sich da einiges getan hat. Wie siehst du das? Ja, ich habe im Gesamtteam ein 50-prozentiges Wachstum auch gehabt im Jahr, also im vergangenen Jahr. Ich hatte das Jahr davor auch keinen Verlust, unter Anführungszeichen, trotz dieser Umstände. Und ja, das ist schon auch eine große Dankbarkeit auch meinem Team gegenüber, weil ohne Team ist man im Network natürlich gar nichts. Und da habe ich einfach ein großartiges Team, die wirklich immer hinter mir gestanden haben, die immer mit mir gemeinsam den Weg gegangen sind, auch jetzt noch gehen. Und das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man einfach sieht, was sich da im Team tut. Und wir haben ja, die Romy hat das, glaube ich, auch angesprochen im Interview, jetzt ein großes Incentive auch gehabt nach Kapstadt. Mhm. Und da fahren von 80 Menschen, die da eingeladen werden von Ringana, sind 10 aus meinem Team. Also wir fahren zu 11 nach Kapstadt und mit mir zusammen, ja, genau, um dort einfach auch unsere Erfolge einmal zu feiern und einmal ja, einfach auch diese Anerkennung von der Firma zu genießen. Gell? Aber das sind so tolle Sachen, die du sagst. Also von 80, die insgesamt von der ganzen Firma qualifiziert sind, sind ja schon mal 11 mit dir gemeinsam aus deinem Team. Ja. Das ist doch eine klasse Quote, oder? Ja, ich finde auch. Kann man nicht jammern, ja. Nee, ja. Also dafür, dass die Firma 20 Jahre am Markt ist und hier so viele von dir sind, das ist ja mal, wie viel Prozent sind das? Wer ist jetzt schnell im Rechnen, ganz schnell Taschenrechner rausholen, ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Das ist eine tolle Sache. Und dann das Nächste, was du ja sagst, das ist, Leute, das ist echt eine mega Herausforderung, wenn man da so einen Verlust hinnehmen muss, wie das, was du da erlebt hast. Also nicht nur, dass der Umsatz stabil bleibt, ja, also keine Verluste in dem Sinne, keine zumindest nennenswerte Verluste, sondern dann auch noch 50% Steigerung obendrauf, nachdem sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist in einem Team. Ich glaube schon, dass das echt eine tolle Sache ist und natürlich auch zeigt, wie großartig du bist und wie geradlinig und ja, wie sehr du zu dem stehst, was du auch tust. Und deine Mädels sind jetzt ganz happy, ne, mit dir nach Kapstadt zu fliegen. Ja, natürlich, natürlich. Das macht natürlich was im Team, wenn man gemeinsam so Reisen macht. Wir haben dann auch kurz danach noch ein Incentive, wo wir auch in die zur Firma eingeladen werden, wo man sich das Werk anschauen kann, essen gehen mit der Geschäftsleitung und so. Also da sind auch einige von meinen Mädels dabei. Das ist natürlich schon großartig, wenn man solche Erfolge dann im Team feiern darf. Und, genau. Und als Top-Führungskraft bist du auch noch selbst dafür qualifiziert zusätzlich. Ja. Ja, muss man auch sagen. Das ist ja klasse. Hast dich selbst auch noch aktiv qualifiziert? Ja, genau. Genau. So. Mhm. Christiana, du machst jetzt auch schon eine ganze Weile Network. Wir haben ja von unseren Zuschauern her sind es jetzt nicht nur Networker, die uns zugucken, sondern auch Menschen aus anderen Berufsbereichen. Hast du irgendetwas, was du mitteilen möchtest, wo du sagst, Mensch, das ist mir schon wichtig, wenn jemand etwas im Leben erreichen möchte, ich würde ihm das gerne mitgeben. Hast du irgendwie einen Tipp, irgendetwas, was du weitergeben möchtest, was du glaubst, das wichtig ist?
Also am wichtigsten, glaube ich, einmal etwas zu finden, was dich wirklich berührt, also eine Firma oder ein Business zu finden, was deinen Werten entspricht, was dir selber, mit dem du dich selber identifizieren kannst. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, einfach herauszufinden, wofür brenne ich. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, einfach auch wirklich eine Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, okay, ich baue das jetzt auf, ich ganz egal, um welches Business es dann geht, ob das jetzt eine Organisation im Network ist oder ein eigenes Geschäft mit irgendeiner großartigen Idee. Das Wichtigste ist einfach dafür zu brennen und Entscheidungen zu treffen und dafür zu gehen. Und das, obwohl man nebenbei noch Haus umbaut? Ja, das hat sich jetzt so ergeben, weil ja, wir jetzt einigen Platz haben bei uns im Haus und ich immer schon ein schönes großes Büro haben wollte. Wir auch zusätzlich noch ein Kinderzimmer brauchen und das hat sich dann so angeboten, dass wir jetzt auch noch umbauen lassen, wahrscheinlich. Lassen, genau. Also ich finde es schon faszinierend, was man da alles machen kann, so parallel. Ne? Schwiegermutter pflegen, drei Kinder, okay, das eine ist jetzt weggefallen, aber trotzdem dann noch Haus, Umbau, Umsatz steigern, an sich selbst arbeiten, seine eigene Tiefe mal erkennen, ja, und mal aufzuhören, immer nur oberflächlich durch die Gegend zu rennen. Also so vieles. Eigentlich ein reiches Jahr, könnte man sagen. Ja, sehr reich. Sehr viel, aber das Spannende ist viel ruhiger als noch vor ein, zwei Jahren. Das muss ich auch dazu sagen. Also dieses Ruhige, also es gibt ja diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, und den Spruch gibt es ja. Und das habe ich dieses Jahr auch einfach lernen dürfen, nicht immer alles auf einmal, sondern eine Sache nach der anderen zu tun und in allen Bereichen des Lebens dann einfach wirklich ein Wachstum auch zu haben. Und ja, das ist eine schöne Bereicherung. Ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich so angucke und weiß, wie es dir geht. Und das ist immer sehr, sehr berührend. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, dass du schon einige Male das neue Buch bestellt hast von mir und es schon im Team weitergegeben hast. Ja. Traktor fährt gerade vorbei, aber ich glaube, man hört uns trotzdem, macht ja nichts. Und diesmal habe ich es nicht gemacht, wie bei der Romy, es nicht dabei zu haben. Diesmal habe ich es mitgenommen, Leute. Du hast es schon durch, oder? Noch nicht ganz durch. Ich habe ja vorher deine Bücher schon gelesen, alle. Ich habe ja auch deine ganzen DVDs und CDs gehört, natürlich. Bin noch nicht ganz durch, aber total begeistert, sehr authentisch, sehr, ja, so wie du bist. Sehr streng. Ja, aber das ist ja genau das, was uns, glaube ich, auch verbindet. aber doch sehr tief und sehr, sehr herzlich. Und das ist, ja, kann ich jedem sehr empfehlen. Ich habe es auch, ja, wie schon gesagt, für mein Team schon einige Male besorgt und weitergegeben. Und also wir zeigen es euch jetzt einfach mal. Also Christiane, magst du es mir mal rübergeben, bitte? Ganz entspannt hier. Also ihr seht, es ist wirklich groß. Ne? Fast DIN A4 Größe. Das ist das Buch, so, dann seht ihr es mal. Hier, genau, hier unser Kameramann hat uns gerade gezeigt, die Blume steht davor und ihr könnt es nicht richtig sehen. Es gibt zwei Versionen, drei Versionen sogar. Hardcover, das ist das Hardcover mit Lesezeichen mit drin, das kostet 29,99, hat knapp 500 Seiten. Wie viele sind es denn genau, Christiana, weißt du das? 474 Seiten. Ihr seht, es ist ziemlich dick, also das ist Hardcover, dann haben wir Softcover für 21,99 und dann gibt es noch als E-Book-Format. Am Hörbuch arbeite ich, aber ich übernehme keine Gewähr, wie lange das jetzt dauert, bis es fertig ist, Leute. Ja, so, das zu dem. So, was haben wir noch Schönes? Hast du irgendetwas, guck mal, wir haben ja nicht nur jetzt Ringana-Partner, die uns da draußen angucken. Was würdest du sagen, gerade nach so einem Verlust, den du hattest, vor einem Jahr zurück durch deine Upline. Was würdest du gerne den Networker da draußen mitgeben, die vielleicht eine ähnliche Situation wegen ihrer Upline oder Downline durchleben müssen? Was würdest du ihnen als Tipp geben? Ganz bei sich zu bleiben. Es ist nicht wichtig, was über einem passiert, sondern nur, was unter einem passiert. Also im Grunde, wir sagen das bei Ringana auch immer, wir haben ja auch internes Schulungskonzept und so weiter, dass es in Wahrheit nicht
wichtig ist, was über einem passiert, sondern nur, wie man als Team arbeitet, wie man als Team zusammen bleibt, zusammenhält und die Teamführung, das genau. Team zusammenzuhalten, einfach das Wichtigste ist und da einfach auch empathisch und ja, tough, aber auch mit viel Herz mit den Teampartnern zu sprechen, immer ehrlich zu sein, also das ist das Allerwichtigste, die Ehrlichkeit, alle Daten, Fakten auf den Tisch legen und einfach ehrliche Gespräche führen und ja, und einfach weitergehen und der Firma zu vertrauen. Vielleicht findet man da auch den Zugang zu Gesprächen mit der Geschäftsleitung oder mit Country Managern oder keine Ahnung, wie es in euren Organisationen so ausschaut oder in euren Firmen ausschaut. Ich habe halt dann wirklich mir Antworten gesucht auf meine Fragen, die Antworten auch bekommen und durch dieses Vertrauen dann einfach in mein Team weitergegeben und gemeinsam halt den Weg weitergehen und die Werte hinaustragen. Sehr schön. Christiana, ich bin sehr stolz, nicht nur auf dich, sondern auf dich und dein ganzes Team, weil ihr da wirklich auf die Beine gestellt habt im vergangenen Jahr. Du privat auch als Mensch, wie du dich, wie du gewachsen bist einfach. Und ich kann nur sagen, ich freue mich auch auf die nächste Zeit mit dir noch. Wir gehen ja noch ein bisschen den Weg zusammen. Und ja, also ich wünsche dir für alles, was du vorhast im Leben, unglaublich viel Erfolg, unglaublich viel Tiefe, viel Erfüllung und dass immer für dich das Beste herauskommt, was immer das dann auch ist. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Dani. Ja. Und ja, ich bedanke mich natürlich bei euch hier. Das war mal wieder eine Ausgabe von Interviews mit erfolgreichen Menschen. Mein Name ist Daniela Claudia Sass. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.